Hallo und guten Morgen aus Konstanz. Wir haben Tag 5 unseres Roadtrip 2020 und den 29. Juli. Wir fahren heute von Konstanz aus mit Freunden so ein bisschen in die Schweiz rein. Eine Sommerrodelbahn ist geplant. Wir wollen gucken, ob wir in die Appenzeller Schaukäserei reinkommen. Und am Ende wollen wir noch schauen, ob wir auf einen Berg raufkommen. Wir denken da an den Pfänder und dann wollen wir uns St. Gallen anschauen. Also vollgepacktes Programm heute und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder dabei bist. Ich bin Sebastian on Tour und hier auf diesem Kanal geht es um die schönste Zeit des Jahres, um den Urlaub. Das heißt Reiseinspirationen, Tipps und Tricks für deinen nächsten Urlaub, Empfehlungen fürs Zielgebiet, zum Beispiel für Ausflüge und Restaurants und manchmal auch einfach nur echtes Urlaubsfeeling. Ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, in Zukunft dabei zu sein. Alles, was du dafür tun musst, ist, diesen Kanal zu abonnieren und idealerweise solltest du dann gleich auch die Benachrichtigung einschalten. Dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und wenn du Lust hast, dir die restlichen Videos von dieser Tour anzuschauen, dann findest du die Links zu den Videos unten in der Beschreibung.
So, das war unser Tag in der Schweiz. Und wie immer, wenn man Pläne macht, dann ändert sich irgendwas. So gab es heute nichts mit Fender und auch St. Gallen ist ausgefallen. Dafür hatten wir Appenzell und Stein am Rhein. Auch sehr sehenswert. Der Tag hat uns sehr gut gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn dir das Video entsprechend auch sehr gut gefallen hat. Umso mehr freue ich mich natürlich, wenn du mir das mit einem Daumen nach oben auch zeigst. Wenn du Lust hast, dir auch in Zukunft Videos von mir anzuschauen, dann solltest du diesen Kanal abonnieren und idealerweise auch die Benachrichtigung einschalten. Dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und wenn du Lust hast, dir die restlichen Videos von dieser Tour anzuschauen, dann findest du die Links zu den Videos unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen.